hoch die Hände! Langes Osterwochenende! Ja, jetzt geht's los endlich, ne? Ja. Mittwochnachmittag. Wir haben morgen doch frei. Und jetzt starten wir. Wohin die Reise führt, wissen wir immer noch nicht so genau, weil das Wetter will nicht so, wie wir das wollen. Wir haben überall geguckt, ob vielleicht auch Nordsee, wo wir schon ein paar Mal Ostern waren. Aber alles so weit weg für die Tage. Das ist für ein paar Tage zu weit weg und das Wetter ist auch nicht so gut. Grobe Richtung haben wir jetzt den Rhein. Wahrscheinlich wird es vielleicht der Rhein werden. Ja. Letztes Wochenende waren wir mit, oder letzten Sonntag. Ja, wir haben drei straffe Tage hinter uns. Ja. Sonntag haben wir uns in Forchheim mit den anderen YouTubern, mit Jens und Manu getroffen. Haben denen Forchheim gezeigt. War ganz lustiges Treffen, ganz spontan entstanden und war ganz klasse. Hat uns gut gefallen. Hoffe, dass wir das mal wiederholen. Und ja, Montag mussten wir da noch etliches erledigen und eine Rennerei. Gestern ein Wohnmobil packen und noch daheim alles Mögliche machen. Stress. Also irgendwie Stress, ja. Und jetzt kommt aber das spannende Teil. Kommt. Jawohl, jetzt geht's los. Ja, spannend wird's auch nicht. Ja, und die Kleidungsstellung hat uns auch noch ganz schön niedergerafft. Also, gehst du auf Arbeit, stehst auch wie immer. Rennst in die Fabrikhalle, steht da 5 Uhr früh drauf. Würdest du gleich wieder umdrehen? Hätte ich fast gemacht, du echt. Naja, aber ich sag. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, es ist Mittwochnachmittag und jetzt, Olli, hopp, los geht's. Jawohl. Ein Punker unterrichtet in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Du mit und es war irgendwie nur Plastic Money in dem. Guten Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Ja, wie immer, schon Wohnmobil. Schön. Was hast denn du heute vor? Urlaub machen. Urlaub machen? Ja. Jetzt mache ich erstmal mal Küchen ein wenig. Ja. Mach dann das mal hier wieder hübsch. Ja, ich mache alles wieder hübsch. Und dann. Also mit Frühstück sind wir fertig. Den zwei, ja. Wir haben ja ganz schön randaliert. Wir? Wir. Ich weiß nicht, ob das wir waren. Na, zumindest ich und du. Oh, vielleicht mehr du. Oh. Ja, wir starten jetzt heute hier in Albertshofen. Am Main. Am Main. Da drüben im Anker waren wir gestern Abend essen. War sehr gut. Ja, war sehr gut. Sehr nett, tolle Atmosphäre. Kann man echt nichts sagen. Ja, der Wert hat auch immer einen lockeren Spruch drauf. Jo. Egal was du sagst, der weiß eine Antwort. Der weiß immer eine Antwort. Ist nur gut. Nee, ist glaube ich nur noch ein Stück, glaube ich. Langt. Ja. Ja, jetzt machen wir jetzt alles wieder hübsch. Ja. Ne, meine Hübsche. Und dann starten wir. Genau. Ja, wie gesagt, wir haben heute hier gut geschlafen. Und auch für lärmempfindliche. Weiß ich nicht, ja, weil die Fähre da draußen. Die Fähre fängt ziemlich früh an, ja, hier zu fahren. Ja, wenn sich einer an sowas stört, der ist hier falsch. Ja. Also, uns stört es jetzt. Kam noch dazu, dass da vorne eine Baustelle ist. Ja. Die haben ab 7 Uhr ordentlich Krach gemacht. Ja, und jetzt um 9 Uhr machen sie Pause. Ich glaube nicht, ob die Pause war. Ich glaube, die sind abgekauft. Fertig. Fertig mit dem Krach. Haben ihren Soll erfüllt, alle sind wach. Was geht ins Wochenende wahrscheinlich? Ja, auch so. Naja. Ja. Aber man steht hier, ganz gut steht man hier. Ein bisschen schief. Mussten auf die Keile drauf fahren. Mach nochmal. Ja? Ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte bloß sagen, wir haben eine Lärmempfindlichkeit. Also uns hat es jetzt nicht gestört.
Aber wenn jemand wirklich absolute Ruhe sucht und früh vielleicht ein wenig länger schlafen will, es läuten irgendwann nochmal die Glocken. Ich weiß gar nicht, wann es war, um 6 Uhr. Hier hört man sie aber nicht so laut wie in meinem Stockheim. In meinem Stockheim stand ich im Bett früh. Drüben ist mein Stockheim. Da standen wir bei unserem letzten Ausflug im Herbst drüben. Und heute stehen wir auf dem Stellplatz in Albertshofen. Das hat uns hier auch sehr gut gefallen auf der Seite. Der Platz ist zwar ein bisschen leicht abschüssig. Also wir mussten hier vorne auf Keile drauf fahren. Aber selbst dann haben wir es nicht gerade zum Stehen gebracht. Also wir fallen immer noch leicht nach vorne weg. Die anderen Plätze da hinten sehen gerade aus. Aber er steht schon gerne in der zweiten Reihe. Wenn es geht, steht man ja immer gerne vorne. Und da drüben ist gleich der Anker. Da bezahlt man den Platz hier. Der Platz kostet 7 Euro die Nacht. Inklusive Strom und Entsorgung und Versorgung. Wir waren da gestern Abend auch, ja, ganz lecker essen. Der Wirt ist total gut drauf. Hat zu jeder Frage die passende Antwort auf lockere Art. Also vorne haben wir eine Baustelle, die haben uns früh um 7 Uhr schon geweckt. Aber naja, macht nichts, hat man mehr vom Tag. Bänke zum Hinsetzen gibt es hier auch. Jetzt wollen wir zusammenpacken und weiterfahren. Mal gucken, wo es uns jetzt hin verschlägt. Ihr werdet es sehen. Bis dann. Er hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock me Amadeus. Du mit Amadeus, 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 Amadeus.
Und es war irgendwie no plastic money anymore. Die Banken gegen ihn, woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch heute Captain Rock Me Up.